schon geplant? Ja, wir fahren nach La Rochelle. Super, dann freu dich auf leckere Meeresfrüchte. Ja, aber vor allem verreisen wir zum ersten Mal mit dem elektrischen EC4 meines Mannes. Genial. Deshalb haben die Kinder mit ihren Cousins ein Spiel erfunden. Sie wollen die Fahrzeit von ihrem Auto mit Verbrennungsmotor und unserem Elektroauto vergleichen. Gute Idee, erzähl mal, wer der Gewinner ist. Ta-ta-ta. Was ist denn das für ein Menü? Ich habe für dich ein Menü mit Kabeln. Ja, klar. Guten Appetit. Na gut, was empfiehlst du als Vorspeise? Also, junger Mann, als Vorspeise biete ich Ihnen das Ladekabel Modus 2 an, das serienmäßig mit dem Auto geliefert wird. Es ist mit einer Ladebox ausgestattet und kann direkt an eine Haushaltssteckdose angeschlossen werden. Also überall. Ladeleistung 1,8 Kilowatt. Naja, das ist ein bisschen wenig. Nein, denn dasselbe Kabel kannst du auch an die Green-Up-Steckdose anschließen, mit der du deine Ladeleistung verdoppeln kannst. 3,7 Kilowatt. Bim! Das ist viel besser. Was ist mit dem Hauptgericht? Als Hauptgericht, junger Mann, biete ich Ihnen das Ladekabel Modus 3 mit einem speziellen Stecker an, der an eine Wallbox angeschlossen wird. Du lässt sie zu Hause von einem Fachmann installieren, du kannst aber das Kabel auch an eine öffentliche Ladestation anschließen. Lass mich raten, hier verdoppelt sich die Ladeleistung ebenfalls. Na, Sie lernen aber schnell, junger Mann. 7,4 Kilowatt. Oder sogar 11,1 mit dem optionalen dreiphasigen Bordladegerät. Super, wie sieht es mit Käse und Dessert aus? Nur Dessert. Das ist Modus 4, aber den siehst du hier nicht, weil er nämlich direkt in die Schnellladestation eingebaut ist. Blitzschnelles Aufladen, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist mein Lieblingsmodus. Ja, das verstehe ich. Aber er ist vor allem auf langen Fahrten nützlich. Deshalb findest du ihn hauptsächlich an Autobahnen. Den wirst du auf deiner Reise nach La Rochelle am häufigsten benutzen. Das erzähle ich dir, wenn ich zurück bin. Ja, leider. Und wer hat eigentlich das Spiel der Kinder gewonnen? Also da wirst du staunen.